komme jetzt zur Software Composition Analyse. Die Software Composition Analyse untersucht Binärdateien auf die darin enthaltenen Open Source Komponenten. Nun ist es so, dass man von den Binärdateien sehr wenig weiß in Bezug auf die enthaltenen Open Source Komponenten. Man hat also meistens nur im geringen Umfang Kenntnis. Meistens ist man sozusagen nur informiert über die oberste Ebene der Abhängigkeiten. Aber Sie müssen sich vorstellen, dass eine Open-Source-Komponente ja weitere Open-Source-Komponenten eingebunden haben kann. Und diese können wiederum Abhängigkeiten aufweisen zu weiteren Open-Source-Komponenten und so weiter. Das kann sehr weit in die Tiefe gehen. Also das ist ähnlich wie bei einem Eisberg. Der größte Anteil liegt im Verborgenen. Und wenn die letzte Komponente in der Kette ein Sicherheitsproblem hat, so steckt diese dann in ihre Applikation. Also daher ist deren Identifizierung immanent wichtig. Wie funktioniert jetzt so eine Software Composition Analysis? Nun, man schickt die untersuchende Binärdatei durch einen Scanner, der diese zunächst oberflächlich auf enthaltene Strings oder Symbole untersucht. So, diese Ergebnisse werden dann mit denen in einer Datenbank für verschiedene bekannte Komponenten verglichen. Führt das nicht zu einem Ergebnis, muss man weiter in die Tiefe gehen. Es wird dann versucht, Funktionen abzugrenzen, um einen Kauergraphen zu erstellen. Und aufgrund dieses Musters lassen sich Signaturen erstellen, die dann wiederum mit denen in einer Datenbank abgeglichen werden können. Als Ergebnis wird dann eine Liste der ermittelten Komponenten erstellt. Man nennt diese SBOM oder Software Bill of Materials. Mit dem Wissen über die enthaltenen Komponenten kann das Werkzeug dann auf öffentliche Vulnerability-Datenbanken zugreifen und die eventuell bekannten Sicherheitsschwachstellen für diese Komponenten ausweisen. Die Überprüfung auf Softwarehärtung, man nennt das auch Sicherheitsattribute, hat mit der Implementierung eigentlich nichts weiter zu tun. Es betrifft eher den Umstand, wie die fertige Software gebaut wurde, also die Compiler-Einstellungen oder ob entsprechende zur Sicherheitsüberprüfung vorgesehene Libraries mit eingebunden werden. So, es gibt Compiler-Einstellungen, die es einem Hacker erschweren, in die Software einzubrechen. Ich habe hier mal einige aufgelistet. Aber man kann die Binaries, also das Endprodukt, auf die Anwendung überprüfen. Also das heißt, ob man jetzt diese Attribute, diese Software-Härtung genutzt hat, damit eine Idee davon, also wie gut jetzt dieses Binary vor Angriffen geschützt ist. Ja, und das Produkt, das wir anbieten, CodeSentry, führt so eine Software Composition Analyse durch. Also erstellt dies die Software Bill of Materials, also das SBOM, deckt ND- und Zero-D-Schwachstellen auf, überprüft auch Softwarehärtung und gibt dann auch, wenn die entsprechenden Komponenten ermittelt wurden, Informationen über deren Lizenzierung mit aus.